Ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ivo Scherkamp ist bei uns, der Co-Founder und CEO von Colato. Und wir sprechen über das Thema Workflow und Prozessoptimierung bei den ganzen grafischen Prozessen innerhalb von Unternehmen. Also denken wir mal an Banner, an Artworks, an Musik, an Radiospots oder auch an Fernsehspots und so weiter und so fort. Also überall da, wo in einem Unternehmen mehrere Personen eingebunden sind, die sich abstimmen müssen, die freigeben müssen, die ihren Senf dazugeben wollen. Ja, und genau darum geht's. Das Unternehmen hat gerade eine 4,2 Millionen Euro Runde abgeschlossen mit Red Alpine und Mangrove Capital, aber auch mit zwei der Zalando Gründer. Von daher freut euch auf ein spannendes Gespräch. Kurz noch der Hinweis, vorhin war bei uns zu Gast Moritz Heiniger, Gründer von Discoeat, und es ist auch ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Da ging es um die Veränderung in der Gastronomielandschaft. Discoeat hat einen sehr coolen Ansatz gefunden, um Leerzeiten in Restaurants zu verändern, zu optimieren. Und hat sich auch ein neues Bezahlmodell ausgedacht. Also auch das sehr spannend. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Die kam von 468 Capital unter Beteiligung der Bestandsinvestoren. Also von daher, auch da könnt ihr viel lernen. War sehr inspirierend. Hört euch das mal an, wenn euch der Markt interessiert. Wie gesagt, die Gastrobranche ist ja gerade generell ziemlich angesagt. Also von daher, ja, Tipp an euch. Einfach mal reinhören. Das findet ihr, wenn ihr in dem Feed ein bisschen zurückscrollt. Und damit genug der Vorrede. Kurz noch die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colato. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landing-Pages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com Sendinblue.com/podcast mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Ivo Scherkamp, Co-Founder und CEO von Colato. Ja, dann freue ich mich sehr. Ivo Scherkamp ist hier, Co-Founder und CEO von Colato. Hallo Ivo. Hallo Jan, freut mich auch. Ja, freue mich, dass du da bist. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde und eures Launches. Ihr habt gerade quasi gestern einen großen Tag erlebt, ne? Genau, gestern ging es los, haben jetzt 18 Monate an unserem Produkt gearbeitet und gestern war es soweit, dass wir das rausgebracht haben und gleichzeitig eben die Finanzierungsrunde verkündet haben. Ja, und ihr nennt euch eine, also man hört es am Namen schon, Colato, das klingt so ein bisschen nach Kollaboration, aber zeitgleich geht es bei euch, glaube ich, ziemlich stark um Workflows und Prozesse, ne? Genau, es geht am Ende darum, dass man halt alles an visuellen Inhalten, Fotos, Designs, Videos, also alles, was man halt so im Marketing-Team braucht und intern und extern irgendwie abstimmt mit dem Team, aber auch mit Agenturen, Freelancern, dass man das eben an einem Ort vom Briefing zum Sign-Off eben sehr gut bearbeiten und abstimmen kann. Genau, jetzt hast du gerade Marketing-Team schon angesprochen. Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, wer eure Kernzielgruppe ist. Ja, also am Ende denken wir so darüber nach, dass eigentlich jeder, der irgendwas verkaufen will, irgendwann mal was visuell auch dargestellt haben muss auf der Website, im Marketing, im Social-Media-Bereich. Und genau, da braucht es dann halt einfach frische, kreative Inhalte und die müssen auch irgendwo herkommen und das sind erstaunlich viele, die man da täglich abstimmen muss und deswegen sind Marketingteams sicherlich die richtigen Empfänger. Genau, also ich frage deswegen so konkret, weil Marketingteams sind ja quasi so eine Schnittstelle, ne? Also die müssen das irgendwie kommunizieren, die können es auch abstimmen, aber ihr wendet euch jetzt nicht explizit an die Creator, ja? Also wir haben ehrlicherweise einige Creator, die das auch in der Beta-Phase genutzt haben, aber ganz oft arbeiten die halt auch den Abnehmern, den Marketingteams zu. Und dadurch, dass die Marketing-Teams halt auch oft die Prozesshoheit haben, sprich sagen, mit was sie arbeiten wollen, sind das definitiv diejenigen, die wir auch überzeugen müssen. Und magst du diesen Workflow mal besprechen oder erläutern? Also vielleicht am Beispiel von, ich weiß nicht, vielleicht einem TV-Spot? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das hatten wir bei Zalando, wo ich vorher war, ganz oft. Also diese Briefing-Phase ist deutlich länger, als man eigentlich annimmt, in der man sich eigentlich darüber einig werden muss,
was man überhaupt will. Und wenn man das irgendwie verpatzt, dann hilft auch nach hinten raus keine Abstimmung mehr. Also dieses Thema, was wollen wir erreichen, was sind die Deliverables, in welcher Länge, in welcher Auflösung, in welchem Format, was sind die Botschaften, die wir transportieren müssen. Und all diese Dinge kann man auch bei Collator eben gut festhalten und niederschreiben und mit Bulletpunkten und mit Slidern und mit Moodboards eben sehr gut strukturieren und abstimmen, freigeben. Und dann geht das natürlich in so eine Konzeptphase über, wo dann natürlich das Team oder je nachdem, ob man es extern rausgegeben hat, die Agentur, der Freelancer, die Dinge zurückspielt, erste Konzepte, erste Routen praktisch zurückspielt. Und da hat man natürlich viele Kommentare, viele Anmerkungen, die irgendwie bei Collator dann direkt auf dem Asset, auf dem Moodboard mitgegeben werden können. Und dann irgendwann landet man in der Produktion und muss natürlich die verschiedenen Sequenzen dann halt auch kommentieren und freigeben. Und so geht das oft über Monate und das kann viele hundert E-Mails bedeuten oder eben im Idealfall ein Ort bei Collator, bei dem man sich dann abstimmt. Jetzt gibt es ja viele andere Tools, ne? Sowas wie sagen wir Monday oder ClickUp zum Beispiel, Asana vielleicht, also so tatsächlich Workflow-Projektmanagement-Tools. Oder es gibt auch so Sachen wie InVision oder so. Warum braucht es jetzt euch quasi noch mit einer neuen Lösung? Weil ihr könntet ja Gefahr laufen, so eine Insellösung zu sein, die dann hinterher vielleicht schlecht integriert ist, ne? Genau, natürlich, die Gefahr gibt es immer. Und es gibt auch immer gewisse Redundanzen mit anderen Tools. Wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir alles jetzt neu erfunden haben. Aber was wir halt ganz klar sehen, ist, dass es sehr, also Marketingteams sehr, sagen wir, formatagnostisch agieren. Also sie brauchen jetzt nicht nur Video, die brauchen jetzt nicht nur Design, die brauchen jetzt nicht nur irgendwie Adobe, Figma oder sonst was, sondern eigentlich alles, was halt deren Botschaft unterstützt. Das ist schon mal der eine Punkt, wo wir uns sehr breit in dem kreativen Bereich aufstellen. Und das, was halt diese Mondays, die du genannt hast und so weiter, gut machen, ist halt der ganze Prozess. Ja, bei uns steht aber wirklich der kreative Inhalt, das Asset im Mittelpunkt. Mhm. Und die Workflows werden darum herum strukturiert. Und das macht einen Riesenunterschied. Und deswegen sind wir definitiv besser spezialisiert auf diesen visuellen Bereich kreative Arbeit. Das heißt, ihr wollt auch in dem Bereich quasi nur die Speziallösung sein. Ihr wollt euch nicht hinterher mit diesem Einfallstor hinterher dann doch zu einer Kollaborationslösung wie zum Beispiel jetzt Monday oder so entwickeln. Nein, das haben wir nicht vor. Wir wollen das, was kreative Arbeit ausmacht, nämlich vom Briefing über das Freigeben, Kommentieren von Entwürfen bis hin zum Wiederauffinden des jeweiligen Endergebnisses der Mediendatei. Da sehen wir genug Potenzial, um von diesem Start bis zum Endpunkt bei kreativer Arbeit uns auf jeden Fall irgendwie anzusiedeln. Und ich habe mir euer Pricing angeguckt. Das ist in der Monatsversion, also zumindest der Professional-Plan, den ihr hier kommuniziert, sind 12 Euro im Monat. Ist das hinterher eine Ebene, wo man schon ein Sales-Team hinterher braucht, weil ihr quasi gleich, also das ist ja quasi 12 Euro pro Seat, ne? Weil ihr bei einem Zalando jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, gleich 1000 Seats verkaufen müsst oder in welchen Dimensionen spielt sich sowas hinterher ab? Ja, also langfristig ist es sicherlich auch ein Enterprise-Thema. Ja, auch jetzt in der Beta-Phase hatten wir schon so ein bisschen fast unerwartet größere Firmen, die dann auch gleich über fünfstellige Summen gesprochen haben, weil man eben mehr anbieten kann, gewisse extra Enterprise-Features, das sind dann Single Sign-On und dann wollen die sowas wie Massenexport von Assets und so weiter. Mhm. Also ich glaube, so dieses Thema virale Ausbreitung, virale Wachstum über diesen freien Plan, also diesen Umsonstversion, die wir natürlich auch in großzügigem Maße bieten, dann natürlich viel auch Kreative, die das dann mit ihren Kunden ausprobieren und darüber auch an die Unternehmen tragen, über diesen Professional Plan und irgendwann, und da sind wir aber noch nicht, wird es wahrscheinlich auch dann Sales geben, um das Enterprise-Segment für uns zu erschließen. Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast einen Zalando-Hintergrund. Das erklärt vielleicht, warum die beiden Zalando-Gründer oder zwei der Zalando-Gründer oder CEOs, ich weiß gar nicht, Ruben Ritter ist ja, glaube ich, auch Gründer. Ist, ne? Ja, ja, nee, der kam direkt nach einem Jahr oder zwei dazu, ist jetzt aber auch schon ausgeschieden. Aber der war natürlich ganz maßgeblich für diese letzten 10 Jahre. Und Robert Gens ist da eben auch dabei. Mhm. Das ist wirklich Gründer und auch aktuell noch CEO.
Ja, und ich hoffe, dass sie nicht nur aus alter Verbundenheit investiert haben, sondern ich meine, Zalando hat das Thema natürlich auch. Da werden ja viele 100 Millionen in Marketing gesteckt und da sind Dutzende, wenn nicht hunderte Leute, die in diese Prozesse involviert sind. Und da kann ich nur aus der Vergangenheit sagen, das war alles andere als reibungslos und ist es heute noch. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis auch maßgeblich war, um in uns das Potenzial zu sehen und die Chance zu wittern, da eben neben der guten Beziehung, die wir nach wie vor haben, hinaus auch eben an das Produkt zu glauben. Nee, ist ja auch immer spannend, wenn also quasi ein Gründer oder Gründerteam aus dem eigenen Bedarf heraus etwas entwickelt. Das ist ja quasi so mit das Beste und da hat man auch die höchste Motivation eigentlich. Zeitgleich genau. Habe ich mich gefragt, bei einem Unternehmen wie Zalando, die jetzt so eine Größe haben, die müssten doch wahrscheinlich sicherstellen zunächst mal, dass eine Software auch schon wirklich fertig entwickelt ist, oder? Das jetzt, also weil ihr seid gerade gelauncht, da ist möglicherweise ja noch nicht alles ganz bugfrei, oder? Ja, also definitiv. Also ich glaube, so eine Firma wie Zalando würde uns aktuell auch noch ein bisschen überfordern. Mhm. Das sind dann wirklich Hunderte an Leuten. Die ganzen großen Firmen, und ich hoffe, da ist Zalando jetzt nicht auch schon, aber die ganzen großen Firmen haben natürlich irre Prozesse, was das Procurement angeht, die Sicherheitsstufen, die Freigaben, die man da praktisch durchlaufen muss. Also da wäre das geradezu eine harte Defokussierung, wenn wir jetzt unser ganzes Team auf das Durchlaufen dieser Prozesse setzen würden. Das kommt mit der Zeit und ein, zwei so Prozesse machen wir auch, um einfach daraus zu lernen und weil man das natürlich dann auch gerne mitnimmt, wenn das sich ergibt. Aber wir sind jetzt noch nicht hart im Enterprise-Bereich und machen täglich Sales und versuchen da die riesen DAX-Konzerne ranzuziehen. Und aber jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Zalando. Ich kann mir vorstellen, dass für die ja fast wichtiger noch als der Entstehungsprozess hinterher das Digital Asset Management ist, oder? Dass man eigentlich in der Lage ist, diese ganzen Daten auch auffindbar oder auch in ihren, ich weiß nicht, Hunderten von Varianten. Also, ne? Also die haben ja einen Banner einmal, sondern in jeder Landesversion, in jeder Auflösung und so weiter. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, vor allem, weil es so ein absurder Bruch ist zwischen diesem Projektmanagement, wo die Dinge dann alle irgendwann mal abgestimmt sind, und dem Asset Management, wo sie dann irgendwann praktisch manuell auf irgendein lokales oder cloud-basiertes Drive kopiert werden. Und damit praktisch alles an Informationen, an Metainformationen, ich sag mal, an Smartness verlieren, und man eigentlich sie nie wiederfindet, bis auf halt den Namen, den man ihnen irgendwann gegeben hat. Mhm. Also du hast vorhin gefragt, was ist Abgrenzung? Auch das, nämlich hin zum Asset Management, hin zum Wiederfinden der Assets und dem Vermeiden, dass die Dinge in irgendeinem Drive-Grab verschwinden und nie wiedergefunden werden. Mhm. Okay, also das ist für mich total nachvollziehbar. Also ist das Thema Integration für euch hinterher wichtig? Ja, Integration definitiv, weil was es einfacher macht, aus diesen, sag ich mal, Kreativtools wie Adobe die Dinge mit einem Klick zu Collator zu pushen, um dort die Workflows und die Abstimmung draufzusetzen, ist natürlich für unsere Nutzer wünschenswert. Deswegen steht das auch sehr weit oben auf der Agenda für Anfang nächsten Jahres. Und wie, also solche Integrationen, wie guckt ihr da drauf nach dem Nutzer? Also weil ich frage deswegen, ist hinterher so ein Canva für euch zum Beispiel wichtig, weil es total populär ist, oder ist es eher ein Adobe, weil es in dem Enterprise-Bereich total eine totale Marktdurchdringung hat? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es spielen wirklich einige Dinge mit rein, zum Beispiel auch die Güte der Schnittstelle. Ja? Mhm. Also wie einfach kann man sehr, sehr gute Integrationen bauen? Dann natürlich die Frage, wie viel Komplementarität hat man mit dem jeweiligen Tool, oder zieht man sich da irgendwie einen Wettbewerber ran und der Nutzer denkt sich irgendwann, wieso habe ich denn jetzt beide? Mhm. Wie auch natürlich ganz besonders die Verbreitung, ja, wie viele Leute nutzen das. Und bei Adobe ist es klar, die sind wirklich nicht besonders gut in diesem ganzen Kollaborationsthema, also das ist sehr naheliegend, aber auch in Figma, die ja sehr stark im Kommen sind, sind bei dem Thema Asset Management und Workflows eher schwach. Und da glauben wir, dass da die ersten Schnittstellen auf jeden Fall besonders viel Sinn machen. Ja, sehr spannend. Jetzt zur Finanzierungsrunde nochmal. Es haben ja nicht nur die beiden Zalando-CEOs investiert, sondern auch noch zwei, glaube ich, ne? VCs sind mit dabei. Genau. Ja. Also erstmal Mangrove hatten wir ja schon praktisch vor 18 Monaten eine kleinere Pre-Seed-Runde gemacht. Die sind praktisch schon von Anfang an mit dabei gewesen und haben uns praktisch damals schon das Vertrauen gegeben,
fast allein auf der Idee und dem Team, was wir eben zusammen hatten, was eben im Übrigen alles ehemalige Kollegen, Mitarbeiter sind. Also auch da konnten wir echt auf das Vertrauen von Weggefährten setzen, was natürlich schön war. Und jetzt ist eben Red Alpine reingekommen als Lead-Investor und ja, da haben wir auch ein super Gefühl und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Und was, jetzt hast du das denen natürlich gepitcht, was hast du denn gepitcht, wo die Reise mal hingeht? Wie groß kann das Ganze werden? Also ich muss zugeben, dieses Total Addressable Market Thema, so ja, das sind irgendwie 5 Trillionen oder sonst was, das habe ich gar nicht gebracht. Das war nirgendwo in den Slides, weil es irgendwie so ja, willkürlich ist. Also aber Entschuldige ganz kurz, aber in eurer Pressemeldung habe ich gesehen, steht drin 745 Millionen Menschen laut Adobe, da habt ihr also referenziert, ne? Ja, also das zumindest habt ihr das so ein bisschen hergeleitet, ja? Wir haben zumindest mal gesagt, wie viele Leute mit kreativen Content-Workflows involviert sind. Mhm. Das stimmt. Das ist die Zahl, die, finde ich, auch total Sinn macht. Du hast da irgendwie 50 Millionen Kreative und eben um die herum nochmal 700 Millionen Leute, die in diesen Abstimmungsprozessen involviert sind. Aber wir hatten keine Marktgröße. Für mich ist einfach das Totschlagargument, muss ich sagen, dass jede Sache, die verkauft wird, visuell dargestellt werden muss. Und alles, was visuell dargestellt werden muss, irgendwann produziert werden muss. Mhm. Und da sind wir bei Collator und das ist ein Riesenthema. Und da habe ich mich dann ein bisschen gesträubt, irgendwie eine Zahl dahinter zu setzen, sondern eher über diesen Ansatz praktisch argumentiert. Mhm. Aber jetzt sind wir ja unter uns, da kannst du ja trotzdem mal sagen, wo die Reise hingehen könnte. Ja, also wir sind ehrlicherweise jetzt gar nicht so, dass wir auf dieses Riesenzielbild zusteuern. Wir sind sehr, sehr nah am Nutzer und versuchen jetzt gerade Schritt für Schritt die größten Bedürfnisse da zu identifizieren und zu bedienen. Und ich meine, der Kreativbereich ist riesig und es sind Marketing-Teams, aber ehrlicherweise haben wir auch schon in der Beta-Gruppe Leute, die irgendwie ihr Haus planen und ihre Entwürfe über Collator abstimmen mit Architekten. Ja. Wir haben Leute, die aus dem Produktmanagement ihre Designs kommentieren und abstimmen. Also da sieht man jetzt schon, dass es in ganz, ganz breite Richtung gehen kann, auch über die Marketing-Teams hinaus irgendwann. Aber da lassen wir uns Zeit und wollen jetzt erstmal den ersten Schritt richtig gehen und nach hinten raus schauen, wohin es uns bringt. Super. Man kann die Software kostenlos testen. 30 Tage habe ich gesehen. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, hier hören ja jetzt relativ viele Startups zu. Ab welcher Teamgröße macht das überhaupt Sinn? Genau, also für uns ist so der Punkt, wo Collator Sinn machen könnte, da reden wir gar nicht so über Teamgröße, sondern ab 10 kreativen Assets, die man pro Woche braucht. Ja, ob man jetzt seine Social-Media-Kanäle damit befüllt, ob man eine Marketing-Kampagne macht, ob man auch das Produkt des E-Commerce, die Produkte praktisch visuell darstellen will und den Katalog vorbereiten muss. Also alles bei 10 aufwärts, da wird es nervig über E-Mail, über Slack, über auch die Asanas und so, weil es einfach nicht für diese visuellen Inhalte gemacht ist. Und das kann bei Teams mit 50 Leuten sein, es kann auch bei Teams mit 2 Leuten sein. Also sobald es so in Richtung gewisse Größenordnung, gewisses Volumen an Assets geht, lohnt es sich da mal reinzuschauen und zu schauen, ob wir da ein bisschen Arbeit abnehmen können. Super. Haben wir sonst was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen was zu erzählen, aber ja. Ich glaube, wir haben, glaube ich, die richtigen Dinge besprochen. Ja, klar, es ist ein riesen spannendes Thema, gerade auch jetzt in den letzten 18 Monaten, wie sich die Kollaboration verändert, wie die Tools natürlich auch explodieren und sich die ganze Arbeitsweise einfach massiv verändert. Das ist natürlich, konnten wir damals noch gar nicht ahnen, als wir vor März 2020 losgelegt haben und es hat uns dann so ein bisschen überholt und auch ein bisschen mitgerissen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Stark, Ivo. Also dann sind wir für den Teil durch, aber wir haben ja noch eine letzte Frage und zwar eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere ganzen Gäste nochmal nach ihren Tooltip bitten. Jetzt bitte nicht dein eigenes Tool empfehlen. Ja, ja, das ist natürlich schwer, aber ich versuch's mal. Also was wir seit Anfang an nutzen, um unser ganzes Wissen, unser ganze Content, unsere Verträge, unsere Planungen, Roadmaps und so weiter abzulegen, ist Notion als der Punkt für alles, was irgendwie permanent verfügbar bleiben soll und für den Rest der Firma, aber auch für einen selber eben relevant ist. Es ist ein wirklich ziemlich smartes Tool,
wahnsinnig benutzerfreundlich. Auch natürlich haben wir uns da ein bisschen von inspirieren lassen, ist ja klar. Und da können wir mittlerweile gar nicht mehr ohne. Auch wenn man zugeben muss, dass irgendwann so ein bisschen Wildwuchs auch entsteht und man dann auch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um das mal wieder aufzuräumen, was wir bisher natürlich nie gemacht haben, nie die Zeit gefunden haben. Aber kann ich für Firmen, die gerade in Entstehung sind und irgendwie viele Gedanken, viele Konzepte iterieren, viele Sachen irgendwie sonst überall verteilt haben, sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und das auszuprobieren. Ja, der Christian Reber von Sechs Wunderkinder damals und jetzt Pitch hat das beim Philipp Westermeier im Podcast als sein Lieblingsinvestment, also der ist da investiert, genannt. Kann ich mir vorstellen, also wahrscheinlich inhaltlich, aber auch finanziell, die sind auch schon mit mehreren Milliarden bewertet, also insofern scheint sich auszuzahlen. Ist auch ein tolles Tool, kann ich einfach nur empfehlen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Ivo, ganz, ganz großartig. Toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich bin gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall mal dran und in Verbindung. Und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Ja, super. Cool. Mach ich. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin, ne? Ja, euch auch. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's. Das war Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colate. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, denkt doch mal drüber nach, wer noch diesen Podcast hören sollte aus eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder Familienkreis. Kolleginnen und Kollegen sind auch gerne willkommen. Ihr wisst ja, wir tun hier unser Bestes, um Menschen aufzuschlauen, um über diese Branche zu reden und natürlich um den Startups eine Bühne zu geben. Aber wahrscheinlich kennt ihr jemanden, der diesen Podcast noch nicht kennt. Einfach mal antippen und sagen, hey, da gibt es einen coolen Podcast, den kenne ich. Solltest du mal reinhören. Und ja, dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ja, damit sage ich einen schönen Tag noch und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Sendinblue. Deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49€ für einen ganzen Monat gratis.